Willkommen zurück im Stream von Chaoszone TV. Und hier sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten richtigen Vortrag mit Uwe Lübbemann vom Premium-Kollektiv und dem Titel Als Gemeinschaft stark durch Krisen. Und es soll zum Beispiel darum gehen, wie man mit 95% Umsatzwegfall durch Corona umgeht. Und damit übergebe ich das Wort erstmal an Uwe. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Anmoderation. Danke erstmal an alle, die das möglich gemacht haben und möglich machen, dass wir uns hier zumindest digital treffen können. Dieses Jahr ist ja doch sehr komisch. Ich sitze hier allein in meiner Küche und rede mit vielen Leuten gerade, die sich das anhören und anschauen. Und ich habe sowieso erst gestern entdeckt, dass der Talk heute stattfindet und heute entdeckt, dass es schon 14.15 Uhr ist statt 15.15 Uhr, also erhöhter Schwierigkeitsgrad, aber wir kriegen das hin. Warum dieser Talk? Ich bin Gründer und zentrale Person in einem Getränkekollektiv. Die Getränke kennen vielleicht einige von euch, die sind im Chaos-Umfeld anscheinend ganz beliebt und ich durfte auch schon beim 35C3 einen Talk halten zum Titel Wirtschaft hacken über meine doch etwas andere Arbeitsweise als andere Menschen, die Unternehmen betreiben. Und diese Arbeitsweise ist zum Teil so anders, das würde uns zumindest so erklärt, dass sie das psychologische Bezugssystem von Menschen ein bisschen erweitern kann. Also dass der Bereich dessen sozusagen, was man so kennt, was als normal gilt und was als üblich ist. Und wir gehen dann hin und setzen einen Anker sehr weit außerhalb sozusagen, wie es auch sein kann, wie man arbeiten kann miteinander. Und dadurch entsteht ein neuer Möglichkeitsraum, der vorher nicht da war und sozusagen viel Entwicklungspotenzial und viele Möglichkeiten, die Dinge anders zu machen. Und das ist nicht nur in sozusagen Nicht-Corona-Zeiten so, sondern das ist auch in Corona-Zeiten so. Wir haben auch ganz andere Antworten gefunden auf diese Krise als andere Organisationen. Und davon möchte ich euch ein bisschen berichten in 5 Häppchen. Und nach jedem Häppchen wird es einen Raum geben für Fragen und Antworten und am Schluss nochmal einen größeren Raum für Fragen und Antworten. Und diese Blickwinkel drehen sich im Wesentlichen darum, was könnt ihr vielleicht für euch selber als Gedanken mitnehmen aus dieser Arbeitsweise und Reaktion auf Corona, was könnt ihr für Organisationen mitnehmen und Gemeinschaften verschiedenster Art und was können wir vielleicht auch mit Blick auf die Gesellschaft oder die ganze Welt daraus mitnehmen. So, diejenigen von euch, die uns oder mich noch nicht kennen, hole ich mal kurz ab. Was ist dieses Premium-Kollektiv? Ich habe das vor über 19 Jahren gegründet. Wir produzieren Getränke, liefern die in 200 Städte in Deutschland, Schweiz und Österreich und in Nicht-Corona-Jahren 1,6 Millionen Mal, also 1,6 Millionen Flaschen pro Jahr. Das macht uns im Branchenvergleich zu Zwergen mit 1,5 Promille Marktanteil ungefähr, aber es ist groß genug, um damit ein Unternehmen zu bauen. Wir haben nach letzter Zählung 1.700 gewerbliche Partnerinnen und Partner, laden alle die Betroffenen ein, mit uns gemeinsam die Unternehmensentscheidung zu treffen und bilden daraus ein Online-Kollektiv von 160 Menschen, die das tun. Und im Kern von uns sind 9 Menschen, die wir das Orga-Team nennen, die das Ganze sozusagen am Laufen halten. Das heißt, diese typische Grenze von Organisationen sozusagen hier ist intern, das sind die Mitarbeitenden und das ist extern, die lösen wir schon auf und sagen, alle, die von uns betroffen sind, können mitreden. Und mit all denen haben wir in über 19 Jahren Betrieb keinen einzigen schriftlichen Vertrag abgeschlossen und haben auch keinen einzigen Rechtsstreit mit keinem einzigen Partner oder Partnerin gehabt. Und das zeigt, glaube ich, dass man durch dieses andere Herangehen an die Organisation bestimmte Dinge schaffen kann, die andere nicht schaffen. Und wir messen das gerne in der Abwesenheit von Problemen, die eben andere Organisationen haben und wir haben sie nicht. Warum ist das so? Für mich oder für uns ist ein Wert der entscheidende, das ist die Gleichwürdigkeit aller Menschen. Und die setzen wir dahingehend um, dass wir alle Betroffenen einladen, in Konsensdemokratie bei allen Unternehmensentscheidungen mitzuwirken, dass wir keine Gewinne erzielen wollen, sondern Einheitslöhne für alle haben und dadurch quasi schon in Nicht-Corona-Zeiten eine gute Grundlage hoffentlich gelegt haben für die Abwesenheit von Problemen, aber auch für Krisen. Und mir persönlich war das immer schon wichtig, dass der Betrieb möglichst krisenfest ist, weil ich ein Angsthase bin. Ich habe ganz viele Sorgen und Ängste so typischerweise. Und deswegen haben wir lange schon darauf geachtet, dass wir zum Beispiel nicht von wenigen großen Kundinnen und Kunden abhängig werden, sondern viele kleine haben, dass wir in mehrere Gebiete liefern, dass wir nicht nur ein Lager haben, sondern mehrere.
dass wir sowas wie einen Anti-Mengen-Rabatt haben, um die kleinen Strukturen zu stützen, damit wir nicht von großen Strukturen eben abhängig werden, mehrere Produkte haben und, und. Und ich dachte bisher, das ist in sich schon relativ sicher, aber die stärkste Sicherheit, die gibt es eigentlich durch persönliche Beziehungen, durch eine starke Gemeinschaft. Und manchmal höre ich so das Feedback, so dieser Ansatz, völlig ohne Verträge und alles im Konsens und so, das ist ja total mutig. Und ich persönlich finde, das ist überhaupt nicht mutig oder ich finde mich da nicht mutig, sondern im Gegenteil, das ist das Sicherste. Also ich bin, glaube ich, am sichersten, wenn ich rund um mich zu Menschen habe, die mir wohlgesonnen sind, die ich vernünftig behandelt habe und die gar nicht auf die Idee kommen, mir irgendwie zu schaden oder was zu zerstören oder was zu klauen oder sowas. Und ich bin sozusagen auch als Organisation am sichersten, wenn ich möglichst gute Beziehungen zu allen Lieferantinnen und Lieferanten habe und zu allen Kundinnen und Kunden. Und wenn wir das sozusagen haben wollen, dann ist der Weg dahin, alle Betroffenen so wertschätzend und respektvoll wie möglich zu behandeln. Und dann werde ich eben auch von fast allen Betroffenen eine ähnlich wertschätzende und respektvolle Antwort zurückbekommen. Das ist so mein Menschenbild. Menschen sind in der Regel erstmal gut. Und wenn wir das auf eine Organisation denken, dann habe ich eben auch mit fast allen Lieferantinnen und Lieferanten und mit Kundinnen und Kunden gute Beziehungen. Und wenn wir das auf eine Gesellschaft denken, dann stelle ich so mal die kleine Frage, in welcher Gesellschaft könnten wir denn leben, wenn alle erstmal vom Positiven der Menschen ausgehen würden und mit Wertschätzung und Respekt aufeinander zugehen würden. Und da sind wir anscheinend schon relativ weit und haben das dann jetzt zu Beginn von 2020, waren es über 18 Jahre, damit betrieben. Das lief soweit und alles gut. Und plötzlich war 12. März, war das, glaube ich, klar, oha, wir haben eine Pandemie, die ist jetzt hier. Wir liefern überwiegend an die Gastronomie. Das heißt, wir werden 95% unseres Umsatzes verlieren und das auf unbestimmte Dauer. Wir wissen nicht, wie lange der Spuk anhält. Und es ist eine große Blase an Unsicherheit sozusagen vor uns. Und eins von meinen Takes daraus war, alles, was du bisher gemacht hast zur Krisenfestigkeit, das ist schön, aber offensichtlich sind wir nicht krisenfest. Wir müssen nochmal ganz anders darüber nachdenken, wenn wir diese Krise überstanden haben, wie wir uns für zukünftige Krisen, die noch niemand auf dem Radar hat, vielleicht auch vorbereiten. Also ich hatte keine Pandemie auf dem Radar, wenige Menschen hatten das und wir müssen sozusagen dann versuchen, das Undenkbare, was passieren kann, trotzdem irgendwie zu finden und zu denken, damit wir uns eben darauf auch vorbereiten können und da resilienter werden. So, das ist so die kleine Einleitung. Falls es jetzt schon Rückfragen gibt, dann beantworte ich sie gerne. Ich lasse mal kurz Platz dafür. Also bis jetzt sind hier keine großen Fragen aufgelaufen. Genau. Gut, dann mache ich weiter, kein Problem. Da würde ich sagen, wir schauen mal, wie ihr in die Krise eingestiegen seid. Genau, jetzt sind wir quasi am 13. März. Wir stellen fest, unser Betrieb ist kaputt. Wir müssen jetzt in den Krisenmodus schalten. Und ich habe gedacht, jetzt ist es nötig, dass harte Entscheidungen getroffen werden. Dass wir ganz klar Produktionen absagen, Lieferungen streichen, alle Verpflichtungen, die wir haben, wenn sie auch nicht vertragsbasiert sind, sofort radikal kündigen, alle Jobs kürzen, streichen, Zahlungen verschieben, radikal mit der Säge alles abschneiden, was geht, damit wir das überleben, diese Krise. Das war so mein Gedanke. Und diesen Gedanken habe ich zum Glück nur so ein paar Sekunden gehabt. Und habe dann gedacht, nee, wir müssen das genau andersrum machen. Wir müssen gerade in der Krise, müssen wir die Gemeinschaft hochhalten und nochmal stärken. Und deswegen habe ich Folgendes vorgeschlagen, 13. März. Erstmal, wer sich woanders ein Einkommen generieren kann, der möge das bitte tun, damit Premium entlastet wird. Das gilt für mich auch. Ich habe einen Nebenjob in der Pflege angefangen, Mitte des Jahres. Dann müssen wir natürlich auch den Betrieb retten. Das heißt, ich habe vorgeschlagen, wir kürzen und streichen und verschieben radikal alles, was geht. Ja, aber wir lassen die Betroffenen selbst entscheiden, ob wir das tun dürfen. Das heißt, nicht wir bestimmen das über die Betroffenen hinweg, sondern wir fragen. Oder wir hätten dich Mitte März gefragt, dürfen wir deine Rolle kürzen, dürfen wir deine Produktion verschieben, dürfen wir deine Lieferungen verzögern, dürfen wir deine Bezahlungen aufschieben oder sogar ganz streichen oder dürfen wir das nicht? Und das ist deine Entscheidung. Und andersrum war klar, in dieser wirklich chaotischen Ausnahmesituation wird es Menschen geben, die was im Voraus brauchen. Eine Produktion, eine Lieferung, auch eine Zahlung im Voraus. Das heißt, wir haben immer die zweite Frage. Brauchst du irgendwas jetzt von uns im Voraus in dieser Ausnahmesituation? Sag das bitte, das kriegst du. Solange wir das können sozusagen, kriegst du das. Und der wichtigste Nachsatz war, glaube ich, wir lassen niemanden hängen. Solange es uns gibt, lassen wir niemanden hängen. Und das ist natürlich ein Risiko oder man könnte sagen mutig, in der Krise eben nicht, selber das Steuerrad sozusagen in die Hand zu nehmen oder das Lenkrad
oder den Lenker vom Fahrrad, sondern komplett das in die Hände der Gemeinschaft zu geben, ob dieser Betrieb überlebt. Aber für mich war irgendwie klar, das geht nur so. Also wenn wir jetzt quasi die Demokratie abschaffen oder aussetzen in der Krise, dann beschädigen wir die Gemeinschaft, die wir da aufgebaut haben über lange Zeit. Auch wenn das vielleicht von Einzelnen oder von vielen verstanden worden wäre, Krisenmodus, da musst du halt harte Entscheidungen treffen und durchgreifen. Aber das ist irgendwie der falsche Weg. Und es war irgendwie für mich klar, wenn wir das überleben, dann nur so. Und dadurch passieren ja Dinge, wenn man so rangeht. Zum einen ist es so, dass mehr Partnerinnen und Partner von uns das wirtschaftlich überleben. Das heißt, wir verteilen um von denen, die gerade was haben, zu denen, die was brauchen. Und dadurch überleben mehr von denen. Und wir machen gerade in der Krise klar, es geht nicht darum, jetzt sozusagen nur um uns selber, an uns selber zu denken, sondern dieses Selber ist gar nicht abgrenzbar, sondern wir sind eine sozusagen Gemeinschaft und wir müssen gemeinsam durch diese Krise kommen. Und da müssen manche, die das eben können, also müssen nicht, aber werden gebeten, Abstriche zu machen. Und andere, die was brauchen, die brauchen es dann halt. Und dadurch werden wir sozusagen die Umverteilungsinstanz in der Mitte. Wir haben auch Staatshilfen beantragt und auch bekommen. Und die haben wir aber nicht behalten, sondern wir haben sie ausgegeben für Menschen, die dann gerade eben Aufträge brauchten und die eben ja in der Krise eben eine Notwendigkeit hatten. Und am Rande, es gab auch Hilfen aus dem Chaos-Umfeld. Es gab zum Beispiel einen Hosting-Anbieter, der hat einen Beratungstag im Voraus abgerechnet. Der hat noch nicht mal stattgefunden, aber der wurde schon abgerechnet. Also wir durften sozusagen den abrechnen. Es gab einen IT-Dienstleister, der hat einen Teamleiter einen Konsensworkshop gemacht, den wir gut bezahlt bekommen haben. Damit können wir wieder andere bezahlen. Und es gab tatsächlich vier Menschen, das hat mich wirklich sehr gerührt, die ich, glaube ich, nicht alle persönlich kenne oder nur einen davon, die mir per Twitter angeboten haben, wenn da irgendwie Geld fehlt, sag Bescheid, ich schick was so. Also irgendwie krasse Unterstützung, die ich da irgendwie wahrgenommen habe. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt bei einer von den Personen und habe gefragt, so, wie wäre das denn, wenn jetzt das Kollektiv irgendwie eine gesichtslose Gemeinschaft wäre. Also ich bin ja eine zentrale Person, wir haben auch andere zentrale Personen. Und da war das Feedback ganz klar, bei einer gesichtslosen Gemeinschaft hätte ich jetzt nicht dieses Angebot gemacht oder ich hätte das anders mit Forderungen verbunden. Bei dir kann ich es aber so machen. Also da ist für mich der Takeaway sozusagen, in Krisen hängt das Vertrauen doch an konkreten Personen und weniger an gesichtslosen Organisationen. So, was ist passiert mit diesem Ansatz? Wir hatten vorgesorgt für 3 Monate Rumpfbetrieb des Unternehmens, also wir hatten Rücklagen gebildet und an diese Rücklagen mussten wir bisher nicht ran. Das heißt, wir waren zu keinem Zeitpunkt knapp und unsere Liquidität, also das bei uns verfügbare Geld, was aber eben nicht unseres ist, das ist zwischenzeitlich hat sich fast verdreifacht, also ganz irre, wie das sozusagen unterstützt wurde, weil aber wir andere unterstützt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir nur nehmen, sondern wir sammeln das ein und verteilen es dann weiter, so. Dann haben wir wöchentlich uns abgestimmt und haben die Betroffenen gefragt, letzte Woche hast du dich entschieden, dass wir warten dürfen mit deiner Bezahlung. Diese Woche kann es anders aussehen. Wie sieht es diese Woche aus? Brauchst du jetzt was? Dürfen wir weiter warten? Oder deine Produktion durften wir aufschieben. Wie sieht es diese Woche bei dir aus? Kommst du klar oder sollen wir doch eine Produktion schon machen? Und so weiter. Also da war wöchentlich nötig, dass wir uns abstimmen. Es sei denn, die betroffene Person hat gesagt, mir geht's gut, mich brauchst du erst in einem Monat wieder zu fragen oder so. Das gibt's auch. So, das heißt, wirtschaftlich erstmal waren wir zu keinem Zeitpunkt gefährdet, trotz 95% Umsatzwegfall. Das finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, das wäre mit einer klassischen pyramidenartigen Chef und Chefinnenstruktur nicht gegangen. Und das wäre auch nicht mit einem Kollektiv gegangen, was dann sozusagen sich erstmal finden muss in so einer Krise. Da braucht man dann schon aus meiner Perspektive zentrale Personen, die vorschlagen, okay, das ist jetzt der Kurs, wer geht den mit? Aber das reicht natürlich nicht, sondern du brauchst natürlich die Gemeinschaft, die diesen Kurs auch trägt. Das heißt, keine Seite ist sozusagen fähig, sich zu bewegen, ohne die jeweils andere Seite. So, dann haben wir noch weitere Dinge gesehen, die durch diesen Ansatz passiert sind. Wir haben eine Person zum Beispiel gehabt, die ist persönlich noch in eine Krise gerutscht. Die hat 8.000 Euro im Voraus gebraucht und hat sie bekommen. Dadurch haben andere Personen gesagt, aha, ich sehe also, das wird wirklich umgesetzt und wenn ich mal wirklich in die Krise rutsche, dann weiß ich, dass ich euch fragen kann, aber im Moment ist alles gut, wir können noch warten. Dann gab es Personen, die haben sich gemeldet und haben gemeint, ich bin jetzt bisher nicht durch Zuverlässigkeit aufgefallen, ich möchte mal mir einen Kalender einrichten und zuverlässiger werden, und damit ich euch nicht sozusagen belaste, dass ihr mir noch hinterher retten müsst in der Krise. Also da ist auch bei den Leuten selber was passiert. Eine Person haben wir auch bei uns, die gerne so vorbereitet bekommen möchte, einen Fahrplan, wie sie denn arbeiten sollte. Und die hat sich gemeldet und hat gemeint, ich möchte mal mich selber besser organisieren und meinen eigenen Fahrplan schreiben, damit ich euch da nicht noch sozusagen zur Last falle.
Und es gab Personen, die bisher andere Personen benutzen, um persönlich schwierige Gespräche zu führen, also die Konflikte sozusagen lösen lassen. Die sind dann auch gekommen und haben gesagt, hey, ich werde mal offener selbst, ich erkläre das mal alleine, sowas. Also da ist ganz viel passiert bei den Personen auch. Und ich glaube, das ist deshalb passiert, weil wir den Raum dafür gelassen haben. Weil wir also ganz klar gesagt haben, es gibt hier diese sichere Umgebung, es wird niemand hängen gelassen, solange diese Umgebung existiert. Und da drin müssen wir uns aber natürlich alle bewegen und müssen in der Krise uns auch verändern. Wir haben Mitte März alle Jobs umgebaut. Kein Job ist gleich geblieben. Alles wurde anders. Und wir haben im Oktober das nochmal gemacht, was auch irgendwie total krass ist. Im Krisenmodus sowas auch noch. Also musst du ja, aber das war sozusagen war möglich. Wir konnten es tun. Es gab da keinen Widerstand oder fast keinen. Eine Person war ein bisschen schwierig, aber ansonsten gab es keinen Widerstand, auch keinen Streit und auch immer noch keinen Rechtsstreit. Also das war sozusagen sehr gut möglich, wenn man so mit einer Gemeinschaft umgeht, auch in der Krise sich gut zu bewegen. Dann haben wir, einige von euch werden wahrscheinlich gleich lachen, wir haben dann auch in der Krise zum ersten Mal ein Kanban-Board eingeführt, Nextcloud, was wir vorher nicht hatten. Und einfach so aus der Begründung, die Menschen sind ja schon organisiert und du kannst dich auch verlassen und so. Und wir haben festgestellt, das ist nicht immer der Fall. Und es gab aber vorher keine Bereitschaft, sowas einzuführen. Und jetzt war plötzlich die Bereitschaft da, das einzuführen. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir vorher funktioniert haben, ganz offen gesagt. Aber es ging irgendwie. Und dann so Dinge wie eine Cloud einführen, ne, wo Dokumente abgelegt werden und so weiter. Und das ist dann auch wieder schwierig. Neue Tools einführen, das kennen einige von euch. Ja. Das führt dann erstmal zu Widerstand. Brauchen wir das überhaupt? Ist es dieses Tool? Ist es ein anderes? Dann guckt ein IT-Mensch drauf und sagt, das kann ja viel zu wenig. Wir brauchen ein viel größeres Ticketsystem. Und andere Menschen gucken drauf und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich mich einloggen soll. Also das war durchaus schwierig. Aber alles verlief eben ohne Streit und ohne Rechtsstreit. Und das ist, glaube ich, liegt, glaube ich, daran, dass wir das auf diese Art und Weise gemacht haben. Wir machen uns ganz klein, wir sparen und kürzen und streichen und verschieben radikal alles, was geht. Wir lassen aber die Betroffenen selbst entscheiden, ob wir das tun dürfen. Und wir fragen andersrum, was brauchst du im Voraus? Sag es bitte, das kriegst du, solange wir das können. Und ein wichtiger Nachsatz, wir lassen niemanden hängen. Das war ganz klar der Kurs, den wir gefahren sind. Und der hat nicht nur funktioniert, das habe ich offen gesagt erwartet, der hat hervorragend funktioniert und hat dazu beigetragen, dass ich mich auch ein ganzes Stück sicherer fühle. Ich persönlich jetzt mit diesem Modell, solange ich das so mache und wir das so gemeinsam tragen, werden wir als Unternehmen irgendwie durchkommen, glaube ich. So, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Dinge aus dieser Krise gelernt, aber ich lasse erstmal wieder gern den Raum für Fragen, wenn es welche gibt. Ja, das ist sehr nett. Da weisen wir als erstes nochmal darauf hin, dass wenn ihr Fragen an uns stellen wollt und nicht wisst, wo ihr das tun könnt, dann findet ihr die Links dazu unter streaming.media.ccc.de. Und wenn ihr da das Video von der Chaoszone anklickt und dann auf Chat geht, dann findet ihr dort die Links zum IRC, zu Twitter und was wir sonst noch alles haben. Und dann kommen wir zur ersten Frage von Nerd im Netz. Und Nerd im Netz fragt, ob du noch mal genauer die Unternehmensstruktur erklären kannst, denn für ihn klingt das gerade so, als wärt ihr ein Kollektiv, wo mehrere nach dem gleichen Rezept in ihrer eigenen Garage Getränke produzieren. Trifft es denn so zu? Also das trifft nicht so zu, sondern wir haben schon zentrale Produktionsorte, also Betriebe, in denen abgefüllt wird mit entsprechenden Vorkehrungen und professionell und so weiter. Wir können aber, oder ich zumindest kann die Organisation gar nicht so klar irgendwie darstellen, sondern ich würde es in Kreisen formulieren. Die Grundgesamtheit sind alle Menschen, die diese Getränke konsumieren und die Menschen, die mit uns irgendwie eine Art von Zusammenarbeit haben. Das ist sozusagen der Kreis der Betroffenen. Aus denen laden wir alle ein, die bei den Unternehmensentscheidungen mitwirken wollen, in ein Online-Forum zu gehen. Ein PHPBB ist es immer noch. Einige von euch lachen wahrscheinlich, aber es funktioniert einfach. Und das sind im Moment 160 und 1700 Partnerinnen und Partner machen mit uns gewerblich Dinge, also kaufen von uns Getränke oder wir kaufen von denen Flaschen oder so. Und dann haben wir diese neuen Menschen im Orga-Team, die so eine Art Kern bilden. Aber dadurch, dass wir alle sozusagen miteinander arbeiten und uns aufeinander auswirken, kann ich jetzt gar nicht sagen, so hier ist die Grenze, der gehört dazu und die gehört nicht mehr dazu oder andersrum. Sondern für mich ist es so, dass es ein großer Kreis, eine Grundgesamtheit und wir tun zusammen Dinge. Und man muss auch vielleicht gar nicht immer eine Form haben, die irgendwas definiert und abgrenzt, sondern vielleicht reicht es einfach aus, betroffen zu sein. Vielen Dank erstmal für die Antwort und
Also ich denke, ich habe es so halbwegs verstanden. Ob es Nerd im Netz auch verstanden hat, werden wir sehen, ob er noch eine Nachfrage stellt. Das waren erstmal alle Fragen, die wir jetzt hatten. Alles klar, dann mache ich mal weiter mit so ein paar Dingen, die wir aus meiner Sicht zumindest aus dieser Krise gelernt haben. Andere Personen bei uns würden vielleicht noch leicht andere Dinge haben, aber ich gebe euch mal die Dinge, die ich gelernt habe. Zum einen meine Grundidee, dass der Betrieb an sich sehr resilient aufgestellt sein soll mit vielen kleinen Strukturen und eben vielen Partnerinnen und Partnern, die hat offensichtlich schon funktioniert. Sie war aber nicht pandemiefest. Also wir müssen uns definitiv da nochmal überlegen, welche zukünftigen Probleme und Krisen können da noch auftreten, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken. Die müssen wir aber irgendwie finden und daran auch denken. Was aber funktioniert hat, ist diese Grundidee von vernünftigem Benehmen in der Unternehmenswelt sozusagen. Die Getränkebranche ist jetzt nicht direkt ein Haifischbecken, aber so richtig lustig ist es da oft auch nicht. Und wenn man da einfach vorgeht und sagt, mit Wertschätzung und Respekt bewegen wir uns voran, wir geben erstmal und hoffen dann, dass wir nicht nehmen dürfen, sondern geben und gegeben bekommen, ist so meine Formulierung. Das schafft wirklich eine echte Krisenfestigkeit, durch die wir wunderbar bisher durch diese Pandemie gekommen sind, trotz dieses harten Schlags 95% Wegfall. So, das liegt aus meiner Sicht zumindest daran, dass wir so das Beste aus zwei Welten so ein bisschen geschafft haben. Wir haben eine starke Gemeinschaft offensichtlich, die das trägt, und wir haben aber auch zentrale Personen, die wichtige Rollen erfüllen. Meine Rolle war zum Beispiel, diesen Kurs zu sehen und vorzuschlagen, oder die Rolle von unserer Buchhalterin war, die Zahlen absolut im Griff zu haben. Da ist sie extrem stark als zentrale Person. Und ohne diese Zentralitäten hätte sozusagen die Gemeinschaft nichts gehabt, wo sie ansetzen kann. Also man braucht sozusagen aus meiner Sicht beides. Wir werden aber manchmal kritisiert, so kollektiv und so, das ist ja gar nicht, wenn alle gar nicht offiziell alles haben und so, also inhabend sind. Aber ich glaube eben, das ist gar nicht zwingend nötig. Dann braucht man, glaube ich, so eine gewisse, wie soll man das formulieren, so eine Zurückhaltung bei den zentralen Personen, dass die schon sich ihrer Rolle bewusst sind und der Wirkung, die sie haben können. Wenn sie eben was sagen, dann wird ihnen genau zugehört. Aber es darf nie so weit kommen, dass ihnen gehorcht wird. Und das ist für mich der wichtige Unterschied. Also zentrale Personen haben wichtige Funktionen in Gemeinschaften, aber die dürfen eben das nicht übertreiben und plötzlich doch irgendwie zur Bestimmungsmacht werden wollen. Und da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man diese feine Grenze nie überschreitet. Dann ist es so, dass natürlich zentrale Menschen auch Menschen sind mit begrenzter Belastungsfähigkeit und Kapazität. Und da musste ich kurz mal eine Grenze ziehen für mich. Von mir wurde nämlich verlangt, mitten in der Pandemie, dass ich neben allem, was eh schon zu tun war, das war schon sehr belastend, auch noch daran arbeite, dass meine Rolle weniger zentral wird. Und da habe ich dann mehrere Tage schlaflose Nächte mitverbracht und habe dann letztlich gesagt, das schaffe ich nicht. Das ist völlig überfordernd. Das sind auch zwei komplett gegensätzliche Aufgaben. So, das ist für mich nicht möglich. Hier muss ich die Grenze ziehen. Das schaffe ich nicht. Tut mir leid. So, also, ne, ich bin kein Übermensch. Auch zentrale Menschen sind Menschen. Dann haben wir mitgenommen, glaube ich, dass eine Jobrotation, wie sie andere Kollektive praktizieren, also eine zwingende, nicht unbedingt sinnvoll sein muss, weil das dazu führt, dass viele Menschen viele Dinge können. Ja, dann hast du auch da eine Krisenfestigkeit, eine Absicherung. Aber du nimmst dann vielleicht jemand aus der Buchhaltung raus, die den Job so gut im Griff hat wie niemand sonst und zwingst diese Person, was anderes zu machen, während zugleich eine andere Person in die Buchhaltung muss, die es nicht so gut im Griff hat. Und wir sind auch deshalb durch die Krise gekommen bis jetzt, weil wir so eine enorm starke Buchhaltung haben. Also stark im Sinne von sehr genau, sehr also schnell auch. Wöchentlich hatten wir aktuelle Zahlen. Alles digital natürlich. Also das ist eine Riesenstärke. Und wenn wir das schwächen durch zwingende Jobrotationen, dann schwächen wir uns nur selber. Was man natürlich braucht, sind Backups, also Ersatzpersonen sozusagen, die dann einspringen können, wenn diese Person mal ausfällt, klar. Aber eben zwingende Jobrotationen halte ich persönlich nicht für sinnvoll. Und das Sicherste, was man sowieso nur haben kann, ist eine starke Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Kurs. Denn das sehen wir ja, dass wir das so überstanden haben. Wir sehen es auch an der Abwesenheit von Problemen. Denn wir haben bis heute keinen Streit gehabt, auch keinen Rechtsstreit. Und es wurde nur einmal eine Person ein bisschen lauter, hat sich aber dann gleich entschuldigt am nächsten Tag, gesagt, ey, ich habe hier auch meinen privaten Druck und Stress und so, ist für alle gerade schwierig. Zweimal alles umbauen in der Organisation in einem Dreivierteljahr. Das ist in anderen Organisationen schon geeignet, zu massiven Problemen und Widerstand zu führen. Und wir hatten das halt alles nicht. Also die Abwesenheit von Problemen kann man da gut messen. Oder in unserem Fall einfach das Überleben. Das ist ja auch schon was. Ja? Das soll man erstmal schaffen mit 95% Wegfall. So, das Problem war nur, ich rede jetzt über den Jahresanfang und die Jahresmitte. Ne? Zum Jahresende hatten wir ja eine zweite Welle. Und ich persönlich habe nicht gedacht, dass unsere
Regierungen so blöd sind, eine zweite Welle zuzulassen oder dass Medien so blöd sind, faktisch unbelegten Meinungen den gleichen Raum zu geben wie Fakten oder dass Demonstrationsregeln nicht für Leugner gelten und sowas. Also habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber Punkt ist, wir sind jetzt weiterhin oder wieder in der Krise. Wir haben wieder 95% Wegfall, während wir gerade sprechen. Und da haben wir auch Dinge draus gelernt. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber ich lasse erstmal den Raum für Fragen. Genau, also es war anscheinend ein guter Hinweis, wie man uns Fragen stellen kann, denn jetzt sind welche eingetroffen. Erstmal bedankt sich Nerd im Netz für die Antwort und ist jetzt auf eurer Webseite unterwegs. Und dann gibt es die nächste Frage von Lemon. Lemon fragt, demokratischen Strukturen wird ja immer nachgesagt, Prozesse zu verlangsamen. Wie siehst du das? Also in unserem Fall kann ich es beantworten. Wir brauchen typischerweise 2 bis 3 Wochen für eine Konsensentscheidung. Die Konsensentscheidungen, die wir treffen, sind aber nicht so häufig, weil wir nur die richtig großen Fragen ins Forum tragen müssen. Wir können natürlich auch kleine Fragen da reintragen, aber dann ist auch die Beteiligung geringer. Also das ist in dem Sinne kein Problem. Und 2 bis 3 Wochen ist natürlich langsamer, als wenn einfach eine zentrale Person was bestimmt. Das ist klar. Das lohnt sich aber, weil man mittel- und langfristig die Qualität von Entscheidungen steigert, wenn einfach mehr Betroffene mit an Bord sind und mitreden. Und weil man auch die Akzeptanz von Entscheidungen und damit die Umsetzung verbessert. Und man schützt auch eine Organisation davor, dass zentrale Personen einfach irgendwas bestimmen, was vielleicht falsch ist. Und das muss dann umgesetzt werden, weil keiner was dagegen machen kann. Und der Schlüssel aus meiner Sicht ist dann, dass man diese Zeit einräumt, die man halt braucht. Wir hatten in der Geschichte 3-mal die Situation, dass wir schnell entscheiden mussten, weil wir uns nicht einig wurden. Und in 2 davon ging es um die Etiketten. Und was ist also die Lösung? Man könnte jetzt eine andere Person definieren, die das bestimmen darf. Oder man könnte ein anderes Verfahren einführen, was schneller ist. Oder man produziert einfach immer eine Etikettenproduktion zu früh. Also wir produzieren jetzt die Etiketten, die wir in 3 Monaten brauchen. Und dadurch haben wir völlig entspannt Zeit und können jederzeit sozusagen uns die nötige Zeit nehmen, um zu diskutieren. Wir hatten aber auch 2 Situationen, wo wir sofort handeln mussten. Und da ist es dann wichtig, zentrale Personen zu haben, die das tun können. Also da brauchst du eine Schnelligkeit. Der erste Fall war eine Fehlproduktion. Doppeltes Koffein in Flaschen. Musst du laut Gesetz unverzüglich einen Produktrückruf machen. Haben wir getan. Und das zweite war 12. März. Wir brauchen sofort den richtigen Kurs in der Pandemie, mit der niemand gerechnet hat. Und da musste auch jemand, es hätte nicht ich sein müssen, aber es musste jemand den richtigen Kurs vorschlagen. Und das war so ein bisschen das, was ich mit das Beste aus 2 Welten meinte. Dass wir eine Gemeinschaft brauchen, die gemeinsam mit der nötigen Zeit zu klugen und akzeptierten und guten Entscheidungen kommt. Und wir brauchen zugleich ganz, ganz selten auch mal jemand, der sofort was entscheiden kann. Und das muss eine Person sein, der man das auch wirklich zutraut und die das in keinem Fall für den eigenen Vorteil missbraucht, sonst verliert sie das Vertrauen nämlich. Und das ist diese feine Linie, von der ich vorhin sprach. Also genau zuhören, ja, aber es darf nicht dazu kommen, dass dieser Person gehorcht wird oder sie das erwartet oder dass diese Person Anweisungen gibt. Und ich glaube, das ist so ein gewisser Schlüssel, den finden wir auch in anderen Zusammenhängen. Ich habe mal lange mit einem Notarzt gesprochen, der in Hamburg am großen Krankenhaus arbeitet, die Notaufnahme leitet. Und der hat mir erklärt, natürlich, war sein Wort, brauchen wir zu Beginn der Notfälle jemand, der sofort bestimmt, ist das ein grüner oder ein gelber oder ein roter Fall und was muss sozusagen sofort passieren und wer darf warten. Und danach war... Okay, dann halte ich mich kürzer, danke. Danach war sein Wort, machen wir selbstverständlich Konsensentscheidungen, weil die Qualität maximal sein muss bei den roten Fällen, wo es um Leben und Tod geht. Okay, dann haben wir noch eine Frage, die in Richtung Kommunikation erstmal geht. Sandra fragt via Twitter, was denn euer Hauptkommunikationstool ist und was die größten Einstiegsprobleme waren. Also wir machen relativ viel über E-Mails. Wir haben einmal im Monat eine Telefonkonferenz oder wenn wir eine Krise haben, wöchentlich. Wir haben das besagte PHPBB Online-Board und seit neuestem haben wir eine Nextcloud, wo wir so eine Kanban-Ordnung und so ein Deck, also mit Aufgaben und sowas haben. Das größte Problem bisher war, glaube ich, dass wir zumindest so eine Board- und Cloud-Lösung nicht hatten. Also es war sehr schwer, sich zurechtzufinden. Ich bin aber der Meinung, die Tools an sich sind eigentlich nicht so wichtig. Die Gemeinschaft oder die Kultur, die ist eigentlich viel wichtiger. Dann ist das Tool fast egal. Okay, dann haben wir eine etwas, ich würde mal sagen, philosophische Frage von T-Fox. Ist das vergleichbar mit egoistischem Altruismus, wenn man anderen hilft, um selbst besser zu überleben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich kenne den Begriff jetzt bisher nicht, aber ich würde das tatsächlich so ähnlich verstehen. Mir wird manchmal nachgesagt, dass ich ein Altruist sei, weil ich tendenziell erstmal an andere Menschen denke. Und ich versuche dann zu erklären, dass das vielleicht ein Teil teilweise so ist, aber dass, wenn ich sozusagen mich um andere Menschen vernünftig kümmere und ich mal in der Situation bin, wo ich Hilfe brauche, dann kümmern die sich auch um mich, also fast immer. Und wenn ich was sozusagen gebe in die Welt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fast schon esoterisch, aber ich, also einfach so ein Gefühl, ja, ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber wenn ich mich in der Welt vernünftig benehme, mit Wertschätzung und Respekt mich sozusagen verhalte und an andere Menschen erstmal positiv rangehe, dann bekomme ich vielleicht nicht immer und nicht immer direkt dafür was Gutes zurück, aber in der Summe geht das wunderbar, glaube ich, auf. Und wenn wir das alle ein bisschen mehr tun würden, würden wir in einer besseren Welt, glaube ich, leben. Okay, danke. Dann kommt als nächstes Sumi. Siehst du wichtige Unterschiede zu einem klassischen Commons-Modell, wie zum Beispiel bei solidarischer Landwirtschaft und euch? Also in der solidarischen Landwirtschaft, soweit ich das Konzept kenne, Konsumentinnen und Konsumenten schließen sich zusammen, um Bäuerinnen und Bauern sozusagen vorauszufinanzieren und dann nehmen sie eben die Ernte ab. Da gibt es, glaube ich, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Ich würde da aber tendenziell eher Gemeinsamkeiten sehen, weil es da auch zentrale Personen gibt, nämlich die Produzierenden, die darauf angewiesen sind, dass ihre Partnerinnen und Partner, mit denen sie arbeiten, also die Kundinnen und Kunden, sich mit ihnen vernünftig und wertschätzend verhalten. Und ich bin jetzt nicht gebildet genug, um das im Detail auseinanderzunehmen, aber ich glaube, da gibt es schon Gemeinschaften. Vielleicht sind wir sowas wie eine Solawi, nur überregional. Okay. Okay, dann jetzt noch eine recht konkrete Frage von Juma. Du sagst, ihr habt Einheitslohn. Wie viel könnt ihr denn für einen Fulltime-Job zahlen? Das Einheitslohnmodell geht nach Stunden, weil wir ganz bewusst nicht nur Vollzeit haben wollen oder eigentlich eher weniger Vollzeit, weil Vollzeit auch eine volle Abhängigkeit bedeutet von dieser einen Geldquelle. Unser Einheitslohn im Moment beträgt 18 Euro brutto pro Stunde. Und es gibt Zuschläge für Menschen, die Kinder haben, 2 Euro pro Kind und Stunde. Für Menschen, die Angehörige pflegen, auch 2 Euro pro Angehörigen und Stunde. Für Menschen, die einen Homeoffice-Platz haben. Wir haben noch nie ein Büro gehabt selber. Das war immer schon alles so, die Leute arbeiten und wohnen, wo sie wollen. 1,50 die Stunde zusätzlich mit 130 Euro Deckel im Monat. Und einen Zuschlag, den wir offiziell haben, aber lange nicht eingesetzt haben, weil wir keine Person haben, nach Behinderung. Wenn du ein Mensch mit Behinderung bist, dann gibt's oder gab es mehr nach dem Grad der Behinderung. Aber wir haben da gerade keine Person. Was wir noch bekommen werden, ist, glaube ich, ein Mietenwahnsinnszuschlag. Und seitdem wir dieses Modell haben, das müsste jetzt schon 14 Jahre in Kraft sein, wurde immer mal so leicht an den Beträgen oder an der Zuordnung gedreht. Aber wir haben nach meiner Kenntnis, ich erinnere mich nicht an irgendeinen Streit um Geld. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor für Krisenfestigkeit von Organisationen, dass du eben in guten Zeiten dich nicht bereicherst, dann wird dir in schlechten Zeiten eben auch geholfen. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Schmalm. Wie schafft ihr es, die Partizipation von den Betroffenen zum Beispiel im Forum hochzuhalten? Oder ist das kein Anliegen? Das kann man von zwei Seiten betrachten. Also eine sehr geringe Beteiligung wäre sicherlich ein Zeichen für fehlendes Interesse oder fehlende Betroffenheit oder für zum Beispiel schlechte Organisationen des Boards. Wir waren da eine Zeit lang sehr aufgebläht und man konnte die Dinge schlecht finden zum Beispiel. Also da muss man gucken, dass es nicht zu wenig Beteiligung wird. Aber andersrum glaube ich, dass wenig Beteiligung, wenn sie denn möglich ist, auch ein gutes Zeichen kann, weil sie auf die Zufriedenheit der Beteiligten hinweist. Also andersrum gedacht, wenn du sehr viele unzufriedene Beteiligte hast, dann ist da der Teufel los. Und wenn die Leute eben in der Regel zufrieden sind, dann gibt's da auch nicht so viel zu diskutieren, außer du hast eine Pandemie. Und wir messen die Beteiligung nicht so wirklich. Aber wir haben uns tatsächlich eins von zwei Zielen gesetzt, mitten in der Pandemie, dass wir die Beteiligung wieder stärken wollen. Die ist uns ein bisschen zu sehr eingeschlafen. Da sind wir auch selber schuld. Wir haben das nicht gut gepflegt. Und wir müssen auch die Verkaufswege stärken. Da waren wir auch richtig schlecht drin, uns um die Lieferstrukturen zu kümmern. Und das ist dann so der Aspekt Corona-Krise als Vergrößerungsglas. Da siehst du dann genau die Schwächen von Organisationen. Und das sind unsere beiden. Die Beteiligung war tatsächlich zurückgegangen und die wollen wir wieder ausbauen. Okay, ich denke, wir machen erstmal weiter mit dem Vortrag und beantworten die Frage, die es hier noch gibt, von einem verzweifelten Konsumenten, wie er an sein Produkt kommt, zum Ende. Genau, das ist genau unser Problem. Okay. Also wir sind jetzt im Oktober. Es zeichnet sich ab, dass wir in die zweite Welle rutschen, leider als Land und auch als Gesellschaft. Und wir haben da festgestellt, dass wir
in dem ersten halben Jahr Pandemie zu langsam waren. Wir haben es nicht geschafft, die Verkaufswege so umzustellen, dass wir von der zweiten Welle nicht so hart getroffen werden. Also wir sind quasi genauso getroffen wie zu der ersten Welle. Und da waren wir einfach zu langsam. Und das ist aber auch klar. Wir waren weniger Leute. Wir hatten eine Pandemie zu bewältigen. Wir hatten große Belastungen. Dann haben wir zwei neue Leute eingearbeitet. Immer viel zu tun. Zweimal den ganzen Laden umgebaut, neue Tools eingeführt und alles in der Pandemie. Das haben wir einfach nicht geschafft. Und ich glaube, da muss man dann realistisch sein und sagen, es ist okay, nicht alles zu schaffen. Wir sind Menschen. Ja, wir haben als Betrieb überlebt, die Gemeinschaft gestärkt. Wir haben es nicht geschafft, den Verkauf zu stärken. Okay, das ist so. Wir haben es einfach nicht geschafft, ist Mist, aber lernen wir daraus und fangen das nächste Mal die Dinge vielleicht andersrum an oder früher an oder. So, jetzt in der zweiten Welle sind wir immer noch flüssig. Also liquide ist ja für einen Getränkehersteller wichtig, flüssig zu bleiben. Und das ist aber nicht unser Geld, was da jetzt gerade liegt, wobei man die Frage schon stellen muss, wessen Geld ist es denn oder was, wem sollte es denn sein? Da kommen noch am Schluss von mir ein paar politische Forderungen. Aber wir sind jetzt wieder an dem Punkt, dass wir von den Personalkosten ins Minus rutschen und dass wir Staatshilfen wieder beantragen. Da sind wir sehr dankbar, dass es die gibt. Und da sind wir wieder unterwegs und nehmen die nicht einfach für uns, sondern wir haben die Staatshilfen zusammengesetzt aus verschiedensten Ausgaben für andere oder eben für Menschen, die es gerade brauchen. Und da gab es noch die Spezialsituation, dass ich da auch die zentrale Person war und diesen Antrag stellen musste. Der war dann super vorbereitet aus der Buchhaltung, also den musste ich nur noch in Anführungsstrichen formal angucken. Aber dabei ist aufgefallen, dass zu Anfang des Antrags die betroffenen Betriebsgruppen mit Ziffern genannt waren, 5 bis 8. Und die 7 war die Gastronomie und wir sind eben indirekt über Dritte von der Gastronomie betroffen. Und bei dem Antrag selber fehlte aber die Zahl 7 und die 8. Also das war formal gar nicht erlaubt, diesen Antrag zu stellen. Und dann hat die Steuerberaterin gefragt, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, gute Frage. Wie schätzen wir das ein? Das ist ein milliardenschweres Staatshilfeprogramm. Ich gehe mal davon aus, dass sowas genauestens gelesen wird. Und wieso finden wir da jetzt 2 fehlende Ziffern? Und das kann ja gar nicht sein. Und da war sogar so das Thema im Raum Strafbarkeit, wenn man den Antrag stellt, obwohl man ihn gar nicht stellen darf. Und ich musste dann entscheiden, gehe ich dieses Risiko ein, als haftende Person diesen Antrag zu stellen. So Strafbarkeit und Rückzahlung natürlich wären im Raum. Und Rückzahlung ist dann schwierig, wenn du das Geld vorher ausgegeben hast natürlich. Und dann habe ich das überlegt eines Abends und stand dann hier und dachte, ja, das kann ich eingehen, dieses Risiko. Weil ich weiß, dass neben und hinter mir eine starke Gemeinschaft steht, die zu schätzen weiß, wie ich mit den Menschen umgehe. Und wenn das schiefgehen sollte, dann wird mir geholfen sozusagen. Und das war ein super Gefühl sozusagen für mich auch, dass es nicht sozusagen nur in die eine Richtung geht. Also ich versuche möglichst viel für die anderen umzuverteilen und zu machen, sondern es geht auch in die Gegenrichtung. Ich werde dann auch nicht hängen gelassen, da bin ich ganz sicher. Und da sieht man, glaube ich, wieder, dass es dieses Beste aus zwei Welten gut geben kann. Nämlich einerseits eine starke Gemeinschaft, aber auch eben zentrale Personen, die dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Denn 2 Tage später kam raus, das war richtig, das war ein Fehler im Antragsformular. Wir durften diesen Antrag stellen. Und da ist natürlich die Frage, wie baut man denn so eine starke Gemeinschaft und zentrale Personen überhaupt auf? Wie kann man das machen? Und dazu habe ich im nächsten Häppchen was. Aber ich würde erstmal wieder den Raum geben für Fragen. Okay, da fangen wir an mit Senfkorb. Wird Premium irgendwann auf anderen lebensnotwendige Branchen expandieren, wie zum Beispiel Lebens- und Wohnraum, Klamotten? Gibt es Strukturen, an denen ich mich bilden kann, um das selbst anzukurbeln? Also wir haben natürlich als ein Fazit aus der Pandemie das Ziel, weitere Produkte anzubieten oder weitere Dienstleistungen anzubieten, die nicht Getränke sind oder die nicht von der Gastronomie so abhängig sind, wie wir es bisher waren. Wir denken nach über Möbel, wir denken nach über Wohnraum tatsächlich auch, wie das gehen kann. Wir denken nach über Begleitung für andere Organisationen, die sich eben menschlicher machen wollen. Das machen wir schon ein paar Jahre, aber das können wir vielleicht mal ein bisschen professioneller anfassen. So, da sind viele Pläne. Wir sind aber noch nicht so weit. Wir brauchen noch einen Moment, um die Organisation Premium neu aufzustellen. Also bis wir soweit das stabil haben, wird noch eine Weile vergehen. Was ich der fragenden Person anbieten kann, wir können mal ein Einzeltelefonat machen und das kostet auch nichts. Und ich erzähle dir einfach mal, wie ich glaube, wie man anfangen kann. Weil alle Dinge, die ich so tue, mache ja viele Dinge parallel, habe ich angefangen, ohne wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Und wie kriegt man Ahnung? Man fragt alle Betroffenen und geht in Austausch und findet gemeinsam die Entscheidungen. Und so kann man in vielen Berufsfeldern und in vielen Branchen kann man so starten. Dann kommen wir zu Anke Nierenberg, die via Twitter fragt, gibt es was, das ihr aus der in der Krise über
euch als Organisation und eure Kultur und Werte gelernt habt und dass ihr beibehalten werdet. Darüber könnte man jetzt mehrere Stunden reden. Ich kenne Anke, vielleicht tun wir das mal. Ich glaube, wir haben vor allem gelernt, dass dieses Beste aus zwei Welten, was uns manchmal kritisiert wird, ne? Es gibt zentrale Personen, aber eigentlich müsste es doch alles allen gehören und ein großes, gleiches Kollektiv sein. Aber Menschen sind nicht gleich und haben einfach Stärken und Schwächen und Dinge, die sie wollen und können. Dass dieser Ansatz in guten Zeiten schon gut funktioniert und viele Probleme nicht hat und dass er in Krisenzeiten eben erst richtig aufdrehen kann. Wir haben auch ein paar Schwächen gelernt, habe ich schon angeklungen. Mit dem Verkauf waren wir zum Beispiel schlecht, haben die Lieferstrukturen nicht gut betreut. Das Board ist aufgebläht gewesen, da hat sich keiner mehr zurechtgefunden, ich auch nicht. So, da sind immer Dinge, die auch schlecht sind. Keine Organisation ist nur gut. Und wir haben da eben auch ein paar Dinge gelernt. Das sind so grob die wir, glaube ich, gelernt haben. Dann fragt Davidak, gab es Probleme, die Staatshilfe zu beantragen, weil es keine Verträge gibt? Nein, keinerlei Probleme. Also da ist das Finanzamt und auch die IFB ist es in Hamburg, die diese Hilfen verteilt. Die sind da sehr stark formalisiert natürlich. Du musst halt Umsätze einreichen, Steuermeldungen einreichen, Belege einreichen, all sowas. Das ist ein Riesenaufriss. Also nichts mit unbürokratisch und schnell. Das ist super kompliziert. Das haben auch viele Partnerinnen und Partner, die wir haben, schlicht nicht geschafft. Also wir haben eine Person zum Beispiel, die schafft es nicht, diese Anforderungen zu erfüllen und kann deswegen keine Staatshilfen beantragen. Aber fehlende Verträge waren kein Grund. Dann haben wir keine Frage, sondern noch ein Feedback vom Nerd im Netz. Der ist nämlich zurück von eurer Webseite und sagt, ich finde es stark, dass ihr Kritik an euch nicht unter den Teppich kehrt, sondern verlinkt. Dafür schon mal Respekt. Und ja, vielen Dank. Fragt Sandra nochmal via Twitter, warum gibt es zumindest für die Überbrückung in Krisenzeiten keinen Online-Shop für Endkunden? Das geht schon in Richtung der Fragen, wie man das Produkt denn erwerben kann. Ja, also die Homepage ist erstmal in Teilen 12 Jahre alt. Die machen wir auch gerade neu. Die sollte bald online gehen, die neue Version. Die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, aber die ist jetzt da. Da ist auch eine Landkarte drauf, wo es Adressen gibt, aber die sind vielleicht nicht mehr richtig durch die Pandemie. Also bitte vorher nachfragen. Und Online-Versand haben wir bisher nicht angefasst, weil wir den Weg unökologisch finden. Also mit dem Paketversand quasi. Wir wollen eigentlich lieber Getränkehandelsstrukturen haben, die das gebündelt mit großen Fahrzeugen bewegen und nicht quasi eine Flasche und dann ein großes Paket drumherum und Polstermaterial und sowas. Also es gibt Händler von uns und Händlerinnen, die Online-Versand anbieten, aber wir selber machen das eben nicht aus Umweltgründen. Dann machen wir gleich noch die zwei anderen Fragen. Sebi fragt via Mastodon, seit Beginn der Pandemie ist es schwer, an euer Getränk in meiner Stadt zu kommen. Die lokale Quelle, in Klammern Hackspace, ist versiegt. Was kann nun eine kleine Gruppe, in Klammern 4 bis 6 Leute, von Genießern tun, um euer Getränk wieder verfügbar zu machen? Vielen Dank. Also ich freue mich über das Interesse, aber ich wollte hier keine Getränke verkaufen, sondern Ideen und Inspirationen. Guck doch mal auf die Homepage bei uns, da sind Personen angegeben nach Postleitzahlengebieten und wende dich an die, die finden mit euch gemeinsam einen Weg. Alles klar, dann machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Genau, da war gerade eine Durchsage mit der Zeit. Ich bin hier so bei noch 15 Minuten, wenn das nicht stimmen sollte, sag nochmal was. 15 Minuten passt, alles klar. So, wie kann man das denn machen, so eine Gemeinschaft aufzubauen und als zentrale Person sich darin zu bewegen oder auch als nicht zentrale Person? Naja, es ist, glaube ich, sehr simpel. Es geht einfach nur darum, sich so menschlich wie möglich mit anderen Menschen zu verhalten oder auch be excellent to each other, das kennt ihr, ja. Als zentrale Person, wenn ihr eine seid, achtet drauf, dass ihr eure Macht, die ihr dadurch habt, möglichst nie benutzt oder nur dann, wenn es zwingend erforderlich ist. Und als weniger zentrale Person tragt bei, was ihr könnt, mehr geht halt nicht. Und wenn ihr sozusagen wechseln wollt von weniger zentrale Person auf zentrale Person, verlangt von Letzteren, dass sie ihre Zugänge und Infos hergeben, die es gibt, aber verlangt nicht von denen, dass sie euch zu zentralen Personen sozusagen machen. Das könnt ihr nur selbst machen. So, damit bin ich beim Abschluss. Das passt ganz gut, weil ich wollte am Schluss noch mehr Raum für Fragen lassen. Wir hatten 2x 95% Umsatzwegfall über mehrere Monate.
Das ist eigentlich ein wirtschaftliches Todesurteil für die meisten Organisationen, die es so gibt. Außer sie sind krass profitorientiert und sind riesengroß mit Milliardenvermögen vielleicht, aber für, sag ich mal, normale Unternehmen ist das eigentlich ein Todesurteil. Wir waren aber zu keinem Zeitpunkt knapp durch den beschriebenen Kurs und durch die Gemeinschaft, die es mitträgt. Und wir werden nach der Pandemie noch ein viel stärkeres Premium sein. Also die Gemeinschaft, wenn man sie in der Krise eben nicht fallen lässt, sondern nochmal stärkt, ist ja dann noch stärker, als sie vorher war, sozusagen. Und wir werden uns auch stärker öffnen für bezahlte Mithilfe. Es gibt neue Produkte oder Dienstleistungen soll es geben. Die Lieferwege sollen optimiert werden. Also da sind viele Dinge in Arbeit und wir sehen da alles schon Entwicklung. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir das überleben und dass wir das besser überleben als vorher, liegt eben an diesem Kurs. Wir sparen alles, wir machen es klein, aber wir lassen immer die Betroffenen entscheiden. Wir machen andererseits alles im Voraus, was nötig ist, lassen uns auch die Betroffenen entscheiden und wir lassen niemanden hängen. Und das klingt jetzt so locker, ne, wenn ich das so erzähle. Aber ich kann euch sagen, als Angsthase, das war ein Höllenritt für mich psychisch. Also ich möchte diese Phase bitte nicht nochmal haben. Ich kann gut ohne eine Pandemie leben. Und ich bin ja nur hier kleiner Getränkekollektivist. Ne? Was ist denn mit systemrelevanten Personen, die mehr im Risiko stehen? Pflege, Medizin, Logistik, Lebensmittelproduktion, Einzelhandel und. Das habe ich vor Corona schon vertreten, die Ansicht. Berufe, die für die Gesellschaft wichtig sind, werden häufig schlecht bezahlt und die Menschen werden auch schlecht behandelt. Und Berufe, die für die Gesellschaft nicht wichtig sind oder sogar schädlich sind, werden häufig sehr gut behandelt und gut bezahlt. Und das ist eigentlich genau falsch rum. Oder wir müssten eigentlich es hinbekommen, dass alle Berufe vernünftig bezahlt werden. Und dass auch so diese Grundidee, dass quasi meine persönliche Freiheit genutzt werden darf, auch dann, wenn sie das Risiko oder die Gefahr für andere Menschen bedeutet. Das brauchen wir eigentlich in der Gesellschaft auch sozusagen eine stärkere Vergemeinschaftung, damit das wie in anderen Ländern auch mit der Bekämpfung einer Pandemie gut klappt. Wir sehen ja Länder, die das viel besser hingekriegt haben als wir. Und da ist es dann eben üblicher offensichtlich, die kleine Einschränkung der persönlichen Freiheit hinzunehmen, damit eben die große Gemeinschaft nicht stark beschädigt oder ins Risiko gebracht wird. Und das kommt ja auch wieder zurück. Also wenn ich die Gemeinschaft stark schwäche, dann werde ich ja irgendwann auch betroffen sein. Fast niemand von uns kann ja autark leben. Das heißt, es ist totaler Blödsinn, auf die eigene persönliche Freiheit zu pochen und daraus abzuleiten, andere Menschen in Gefahr bringen zu dürfen. Sondern im Gegenteil, dadurch, wenn ich sie in Gefahr bringe, bringe ich mich ja auch selber in Gefahr. Vielleicht ist das dieser altruistische Egoismus, von der vorhin als Frage kam. Und das betrifft ja nicht nur die Pandemiebekämpfung, das betrifft aus meiner Sicht auch den Kapitalismus als Ganzes. Wir haben ja im Moment ein System, wo eine kleine Minderheit an Menschen fast unbegrenzt Vermögen anhäufen darf. Und übrigens, Milliardäre sind in der Krise noch deutlich reicher geworden als vorher, also deutlich schneller reicher geworden, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Während andere Menschen um die Existenz kämpfen müssen, also da ist schon das System aus meiner Sicht kaputt. Und es ist vor allem kaputt, falls noch jemand daran Zweifel hat, wenn es den Planeten, auf dem wir leben, der übrigens der einzige ist, den wir kennen, auf dem wir leben können, so stark aufheizt, dass die zukünftigen Menschen, die ja auch ihre gleiche Menschenwürde berücksichtigt bekommen müssen, dass die darauf nicht mehr vernünftig leben können. Das heißt, der Kapitalismus ist kaputt und den müssen wir reparieren, weil wir sonst den Planeten kaputt machen, auf dem wir leben wollen. Und damit wir da hinkommen, habe ich ein paar politische Forderungen und dann habe ich noch einen kleinen Hack für euch, wo ihr ansetzen könnt, um loszulegen. Politische Forderung ist ganz klar, in Deutschland ist es nicht erlaubt, ein Unternehmen zu betreiben ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das ist Mist. Wir müssen diese Gewinnerzielungsabsichtspflicht sozusagen, oh, was für ein deutsches Wort, geil, die müssen wir aus dem System streichen. Es muss erlaubt sein, Unternehmen zu betreiben ohne Gewinnerzielungsabsicht. Dann brauchen wir eine Rechtsform für Kollektive und Solidargemeinschaften. Die gibt es noch nicht wirklich. Es gibt immer nur so Hilfskonstrukte und irgendwie muss man sich da was zusammenbasteln. Und diese Rechtsform muss viel beweglicher sein als eine Genossenschaft. Die ist zwar schon sehr gemeinschaftlich, aber die Form Genossenschaft ist eben sehr stark reglementiert. Da brauchen wir eine flexiblere Form für Kollektive und Solidargemeinschaften. Dann brauchen wir aus meiner Sicht ein Mindesteinkommen, was nicht unterschritten werden kann, damit alle Menschen vernünftig leben können davon. Und wir brauchen auf der anderen Seite ein Maximaleinkommen, was nicht überschritten werden kann. Es ist völlig sinnlos, dass einzelne Menschen Milliarden an Ressourcen horten, während andere Menschen das zum Überleben fehlt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht auch nicht glücklich ab einer gewissen Stufe von Einkommen. Da brauchen wir ein Mindesteinkommen, was nicht unterschritten werden kann und ein Maximaleinkommen, was nicht überschritten werden kann. Über die Spreizung können wir streiten. Meinetwegen ist das Mindesteinkommen bei 3.000 Euro. Und wer unbedingt den systemrelevantesten Beruf der Welt haben möchte und dafür mehr bezahlt bekommen möchte, dann kann er eben meinetwegen 30.000 Euro für Pflege von
Intensivpatienten bekommen. Das fände ich zum Beispiel angemessen, wenn da eine hohe Spreizung wäre und nicht irgendwie für systemunrelevante Berufe oder für vielleicht sogar systemschädliche Berufe. So, dann würde ich gerne Firmen und deren Arbeit nach ihrer Wichtigkeit für die Gesellschaft beurteilt haben und nach dem Beitrag zum Gemeinwohl. Da gibt es ein schönes Konzept aus Österreich, nennt sich Gemeinwohlökonomie. Und das sollte eben nicht nach dem Profit beurteilt werden, wie wertvoll ein Unternehmen ist. Wir müssen außerdem die Belastung der Umwelt, die durch Unternehmen verursacht wird, einpreisen in die Produktpreise sozusagen. Und wo das zu sozialen Schieflagen führt, müssen wir sie staatlich ausgleichen, weil wir den Planeten einfach erhalten müssen, auf dem wir leben. Und sowieso sollte es verboten sein, wichtige gesellschaftliche Bereiche wie zum Beispiel Krankenhaus und Pflege profitorientiert zu betreiben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss gesellschaftsorientiert betrieben werden. So, ganz schön viele große Forderungen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn als Einzelner ansetzen? Was kann ich denn machen? Und ich dachte früher, als Einzelner kannst du eh nichts machen. Du bist so klein im Vergleich zu den großen Organisationen, zu den großen Systemen und so weiter. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie bei einem Hack. Wenn du den richtigen Exploit, den richtigen Zugang findest oder den richtigen Schnipselcode findest, dann kannst du was ändern. Und das kann dann eben ziemliche Kreise nach sich ziehen, die wir ja auch versuchen zu ziehen, zum Beispiel durch diesen Talk hier. Und der kleine Hack, der, glaube ich, oft funktionieren kann, ist, wenn ihr selber zentrale Personen seid oder ihr kennt zentrale Personen in Organisationen, dann bittet sie doch mal oder macht es selber so, euch das Ziel zu geben, diese zentrale Funktion so selten wie möglich zu benutzen. Ja, also manchmal braucht man sie in der Pandemie, den richtigen Kurs vorschlagen. Okay, oder Produktfehler, doppeltes Koffein, unverzüglich Produktrückruf. Manchmal ist es nötig. Aber je seltener zentrale Personen diese Rolle brauchen oder nutzen müssen, desto besser ist das gesamte Organisation, die gesamte Gemeinschaft aufgestellt. Und das heißt, dadurch, dass man eben nicht die Organisation als solches radikal verändern muss, du kannst sozusagen auch eine Pyramide in der Organisation, Top-Down-Strukturen, kannst du in Kraft lassen. Du kannst dir aber das Ziel geben, diese Strukturen möglichst nie zu benutzen oder möglichst selten. Je seltener, desto besser. Und dadurch hast du plötzlich einen riesigen Raum für gemeinsame Entscheidungsfindung im Konsens oder Konsent oder welche Form auch immer, für Räte, für alle möglichen Prozesse, für genug Zeit, für kümmern um alle und so weiter. Und dadurch wird sozusagen die Gesamtgemeinschaft gestärkt in guten Zeiten, aber gerade in Krisenzeiten siehst du es dann. Und du bleibst zugleich handlungsfähig und hast die Struktur noch in Kraft für den Fall, dass irgendwas schief geht oder eine Pandemie eintritt. Und so, das ist sozusagen der Tipp oder der kleine Hack. Behaltet die Strukturen, die ihr habt, aber gebt euch das Ziel, sie möglichst selten zu benutzen. Also dann erstmal vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und deine Erfahrungen. Und weil wir gerade bei Entscheidungsprozessen waren, würde ich fortsetzen mit der Frage von Lemon. Lemon fragt, wie entscheidet eine zentrale Person denn, ob etwas von ihr entschieden werden muss oder ob das besser die Gemeinschaft entscheidet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist eine Frage, die man, glaube ich, nicht wirklich pauschal beantworten kann. Ich hätte darauf zwei Antworten. Die erste Antwort ist, speziell wenn es um Konflikte zwischen Menschen geht oder wenn es um Entscheidungen geht, die sozusagen im Regelbetrieb passieren, dann ist mein Take daran, dass ich zum spätestmöglichen Zeitpunkt eingreifen muss. Also auf keinen Fall zu früh, um meine Rolle nicht zu missbrauchen, und auf keinen Fall zu spät, um keinen Schaden anzurichten oder anrichten zu lassen, sondern zum spätestmöglichen Zeitpunkt. Und der muss für die Betroffenen auch erkennbar sein. Wenn ich also eine Person habe, die zum Beispiel andere Personen diskriminiert, vielleicht nur so ganz im winzigen Nebensatz, gar nicht so ganz klar, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen abwarten. Aber wenn die Diskriminierung klar ist, dann muss ich einhaken und sagen, sowas kann nicht sein bei der gleichen Menschenwürde für alle. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann gehen die diskriminierten Personen, und zwar zu Recht, wenn ich das zulasse oder wenn wir das zulassen. So ein Fall gab es nur einmal, ist ewig her, 12, 13 Jahre bestimmt. Aber das zeigt vielleicht so das Beispiel, diese Idee des spätestmöglichen. Und das Zweite ist, wenn es zwingend erforderlich ist. Ja, also Produktfehler, Produktrückruf, unverzüglich laut Gesetz, ist zwingend erforderlich. Kannst du nicht diskutieren, muss gemacht werden. Oder Pandemie, du brauchst sofort einen Kurs, wie du jetzt vorgehst. Kannst du auch nicht erstmal einen Monat diskutieren und nichts machen. Also so, das sind vielleicht die beiden Formulierungen. Spätestmöglich und wenn zwingend erforderlich. Dann haben wir noch eine, ich glaube, das ist eine Verständnisfrage, die sich aus der Gewinnerzielungspflicht ableitet. Denn Joma fragt, was hindert euch daran, keine Gewinne machen zu wollen? Also
Uns hindert gar nichts daran. Wir haben ganz klar das Ziel, eine schwarze Null zu erreichen am Jahresende. Nachdem alle Zutaten bezahlt wurden, alle Dienstleistenden, alle Partnerinnen und Partner bezahlt wurden, alle Mitarbeitenden bezahlt wurden. Und das ist dann quasi die schwarze Null, die reicht aus. Wir haben ganz ausdrücklich das Ziel, keine Gewinne zu erwirtschaften. Und gegenüber dem Finanzamt, wir hatten eine Steuerprüfung mal vor ein paar Jahren. Die haben wir übrigens ohne jegliche Beanstandung überstanden. Da haben wir dann so ein bisschen argumentieren müssen, dass ja der Lohn, den wir uns auszahlen, auch eine Art Gewinn ist. Und das hat da noch funktioniert. Aber eben diese Unsicherheit, ob das Finanzamt das anerkennt oder nicht, die muss aus meiner Sicht verschwinden. Wir brauchen also da eine Regelung, die diese Gewinnerzielungsabsichtspflicht aus dem Gesetz streicht. Eine kurze Frage von Schlo via Twitter. Wie schnell wird ein Antrag auf Corona-Hilfe bearbeitet von der Behörde? Also ich kann es euch sagen, für die erste Runde Staatshilfen, das Geld war innerhalb einer Woche da. Für die dritte Runde kann ich es euch noch nicht sagen. Der Antrag wurde eingeschickt, glaube ich, am Anfang Dezember. Bis jetzt ist nichts gekommen. Das hängt wohl auch damit zusammen, in welcher Überlastungs- oder Belastungssituation gerade die bearbeitenden Personen sind und wann man den Antrag einreicht und wann andere den Antrag einreichen. Ich weiß zum Beispiel von einem Kollektivisten, der hat seinen Antrag sehr spät eingereicht und hat dann erst nach Monaten eine Antwort bekommen, weil er einfach ganz hinten in der Schlange dann anscheinend stand. Deswegen, wenn du Anträge einreichen möchtest und du hast die Möglichkeit dazu durch eine saubere Buchhaltung, mach es sofort. Dann noch eine Frage von Sumi. Ist es denn sinnvoll, wenn Premium alle Branchen abdecken will? Es gibt ja schon das Mietshäuser-Syndikat, Solavis, Ecker-Syndikat, IT-Kollektive, Telekommens. Wäre nicht eine branchenübergreifende Kooperation der bestehenden Strukturen sinnvoller? Auch eine sehr gute Frage. Wir machen immer schon einen Punkt draus, dass wir zum Beispiel mit unseren Biogetränken keine anderen Biogetränke verdrängen wollen und dass wir sowieso darauf achten wollen, anderen befreundeten Getränkeherstellern und Herstellerinnen, gibt es ja zum Beispiel Kolle aus Dresden, die Kollegen, mit denen sind wir sehr eng verbunden, dass wir uns nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Also dieses Bewusstsein haben wir schon immer. Und wir würden dann jeweils schauen, ist das eine Branche, in der wir konkret jemand anders was wegnehmen? Oder ist da so viel Platz, dass die Gefahr nicht besteht? Also im Mietshäuser-Syndikat zum Beispiel ist es ja leider nur ein kleiner, sehr kleiner Anteil der Häuser, die so betrieben werden. Da wäre durchaus noch Luft für einen zweiten Anbieter. Wir würden aber schon darauf achten, dass wir denen, die schon sich auf den Weg gemacht haben und es gut meinen, keine Marktanteile wegnehmen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum unser Hauptprodukt nach wie vor Cola ist. Da nehmen wir keinem anderen Cola-Anbieter, der irgendwie sich vernünftig verhält, Marktanteile weg. Also das haben wir auf dem Zettel, das würden wir im Einzelfall uns angucken. Dann fragt 2 via Twitter, wie wird im Falle eines Rückrufs der entstandene Schaden verteilt, in Klammern Haftung? Also primär bin ich die haftende Person, aber das ist nur sozusagen primär, denn durch die starke Verbundenheit mit allen, also wirtschaftlich, aber auch persönlich, hat das sofort ja Auswirkungen, wenn ich jetzt in ein großes Risiko reiten würde. Wir haben, um das ein bisschen abzufedern, eine Produkthaftpflichtversicherung, die Schäden von Dritten durch unsere Produkte abdecken würde. Also da ist das größte Risiko sozusagen ausgeschlossen und wir haben auch eine Transporthaftpflichtversicherung, wo dann ein großer LKW, der verunfallt, irgendwie der Schaden auch abgedeckt würde. Bei uns ist es ganz klar sichtbar so, dass Schäden, die auftreten, sehr klein werden, weil wir mit den Betroffenen reden und sagen, hey, ne, wir müssen das zurückrufen, dürfen wir das mit der nächsten Tour zusammen machen oder wenn du abgelaufene Produkte hast, können wir irgendwie die lokale Lebensmittelrettung zu dir schicken, damit die das von dir abholen, damit wir nicht die Logistikkosten noch haben oder kannst du bitte selber noch schauen, was du da sozusagen anbieten kannst. Also da sind wir sowieso sehr stark drin, in der Gemeinschaft Schäden zu minimieren. Und wenn sie doch mal groß auftreten sollten, dann haben wir dafür ein paar Absicherungen. Dann haben wir noch einen Kommentar von Big Alex, der nochmal erklärt, dass das Finanzamt uns das nicht gewinnorientierte Wirtschaften verbietet und dazu darauf hinweist, wenn du nicht gewinnorientiert arbeitest, wird das als Liebhaberei eingestuft und du kannst Einsätze in Klammern und Verluste nicht mehr gegen Einnahmen abrechnen. So, vielleicht hat das auch noch jemand geholfen. Und dann gab es noch von Jan Eckhoff via Twitter. Danke für den guten Einblick. Und dann schlägt er vor, dass du noch Werbung für deine Getränke machen könntest. Aber das hast du ja schon abgelehnt, von daher. Ja, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. War mir eine Ehre und Freude, hier bei euch zu sein.
Ja, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Und dann würde ich den Vortrag jetzt erstmal hier schließen. Und es geht dann in diesem Stream weiter um 16 Uhr mit dem nächsten Vortrag, den ihr im Fahrplan findet. Tschüss.